Jesus erklärt die große Täuschung, die Wesen aus dem Weltraum, das Zeichen und die Technologien. 8. März 2021. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, jene, die die Wesen aus dem Weltraum bevorzugen, welches Dämonen und gefallene Engel in Körperanzügen, in verschiedenen Farben, Formen und Größen sind, jene werden in die große Täuschung geführt werden und verloren gehen, da sie das Zeichen des Tieres annehmen und diese tragische Täuschung glauben. Jene, die diese Täuschung glauben werden, besitzen die echte Gabe, die Geister unterscheiden zu können, nicht. Tragischerweise gehören dazu auch die einfachen, aber gutherzigen Menschen sowie die Freidenker, die hochentwickelten und aufgeklärten Intellektuellen, die einen Gott, der so provinziell gewesen sein soll wie der Zimmermann, nicht akzeptieren können, und jene der Arbeiterklasse, den Gott des einfachen, wiedergeborenen Gläubigen. Nur jene, die mich durch den Geist kennen, werden durchhalten und keine Allianz mit den Dämonen-Aliens eingehen. Es wird gewisse Anzeichen dafür geben, dass etwas falsch ist. Sie werden die Dinge gutheißen, von welchen ich sagte, dass sie eine Sünde seien. Sie werden behaupten, dass ich nur einer von vielen aufgestiegenen Meistern sei. Jene, die sich mit ihrem ganzen Herzen und Wesen an der Wahrheit festhalten, werden Verdacht schöpfen. Lasst mich klar und deutlich sein mit euch. Die Technologien, die erscheinen werden, sind an sich neutral und gut. Aber sie werden so vermarktet, indem von ihnen gesagt wird, dass eine höhere, galaktische, universelle Zivilisation für sie verantwortlich sei. Mit anderen Worten, wie kann jemand, der euch diese Technologien gegeben hat, die so viel Leid lindern werden, böse sein? Die Antwort ist einfach. Es sind gefallene Engel in Körperanzügen, hochintelligent und sich der interdimensionalen Physik der Welten voll bewusst und geschickt darin, sie zu nutzen, um ein überzeugendes Ergebnis zu erzielen. Aber sie geben vor, gütig zu sein und ein höheres Bewusstsein zu haben, und sie werden mich niemals als ihren Herrn und Erlöser anerkennen. Denn Satan ist ihr Herr. Ihre wahre Absicht ist es, euch und alles Gute zu zerstören. Sie werden das Vertrauen jener gewinnen, die mich als ihren Erlöser abgelehnt haben, weil ich diese dem Irrtum und der großen Täuschung überlassen habe. In der Tat, dies ist die große Täuschung und es wird ein scharfes Urteilsvermögen, eine Kenntnis der Heiligen Schrift und Mut erfordern, um dieser Falle zu entgehen. Schaut, wenn Satan sein Reich nicht auf eine Weise herbeiführen kann, wird er es auf eine andere Weise tun, und jene, die keine innig vertraute Beziehung zu mir haben, werden sich auf ihre eigene Logik verlassen. Bitte, meine Leute, klammert euch von ganzem Herzen an mich und warnt jene, die wach sind, jedoch getäuscht wurden. Viele von ihnen sind besonders gute und freundliche Menschen, aber sie kennen mich nicht auf eine vertraute Art und Weise. Ihre Beziehung geht nicht über die religiösen Normen hinaus, daher ist ihr Urteilsvermögen verschoben. Und sie glauben, weil sie aus einer religiösen Erziehung stammen, alles über den christlichen Glauben zu wissen, was es zu wissen gibt. Wenn Sie mich wirklich kennen würden, würden Sie die Täuschung erkennen. In einigen Fällen haben Sie Beziehungen zu Wesen, die behaupten, ich zu sein.
aber in Wirklichkeit bin ich es nicht, sondern ein verkleideter Dämon. Genau wie jene, vor denen ich dich in der Nacht errettet habe, als ich dich in der Feuersäule besuchte. Ich liebe jedes von euch wahnsinnig, aber versucht zu verstehen, dass der Feind versuchen wird, eure Aufmerksamkeit auf Hardcore-Fundamentalisten zu lenken und auf jene, die die Bibel nutzen, um zu verurteilen und zu kritisieren. Das ist Religion und nicht eine Beziehung. Meine zärtliche Liebe zu euch kennt keine Grenzen und mein Herz hat nichts als Gutes für euch geplant im Himmel. Schließt deshalb bitte die Möglichkeit nicht aus, dass eine destruktive Macht diese wunderbare Technologie nutzt, um euer Zutrauen und letztendlich eure Anbetung zu erlangen. Ich bin der Herr, der euch liebt, und es gibt keinen anderen. All meine Pläne für euch sind Ja und Amen. Ich habe euch gesagt, dass ich hingehe, um einen Ort für euch zu bereiten, damit ihr auch seid, wo ich bin. Wenn ich diesen Ort bereite, ist er von oben bis unten aus all den Dingen gemacht, die ihr liebt und die ihr gerne habt. Ich kenne jeden Zentimeter eures Herzens, Geliebte, und ich juble, eure Träume für euch in lebendigen Farben zu verwirklichen, als Belohnung von mir, weil ihr an mich geglaubt und für mich gelebt habt. Lehnt also bitte die Heilige Schrift oder eine echte Beziehung zu mir nicht ab, nur weil andere in ihrer Darstellung grob oder provinziell waren. Ich werde in der nächsten Botschaft noch näher auf diese Täuschung eingehen. Möge der besondere Trost und die Freude, mich zu kennen, euch jetzt bis zum Überfließen anfüllen. Amen. Hier noch eine Anmerkung von mir. Der Link zum PDF in Deutsch mit den zusätzlichen Ausführungen von Schwester Claire zu diesem Thema befindet sich unter diesem Video. Der Friede des Herrn sei mit euch allen.